Hallo und herzlich willkommen zurück zu Surviving Mars Green Planet und einem wunderschönen Blick von oben auf unsere gesamte Anlage. Relativ viele Mülldeponien haben wir, aber die bleiben halt nicht aus. Und von daher wird es auch irgendwann mal Zeit, sich darum zu kümmern, sprich eine Umwandlungsanlage zu bauen. Aber wir können noch nicht. Es geht einfach noch nicht. Was wir aber jetzt machen, ist hier einen Tunnel zu bauen. Der hat zwar nichts mit dem Müll zu tun, aber da können wir hier oben dann die drei Anomalien angehen, die hier oben noch aufgetaucht sind. Außerdem ist da oben noch gar nichts gescannt. Wir wissen also auch noch nichts über Ressourcen. Hier lässt sich mit Sicherheit auch ein bisschen terraformen. Ich weiß ja nicht, wie weit die Fähigkeit geht, auch solche großen Hügel hier abzubauen. Aber ich sag mal, wenn man hier eine Rampe runterbauen kann, dann sollte das eigentlich auch gehen. Oh, Aufmerksamkeit wird verlangt. Wir schauen direkt rein. Datendieferant. Oh, wir haben einen aufgegebenen Rover entdeckt und seine intakte Blackbox geborgen. Box mit X, okay. Ja, also ist generell richtig, aber heißt das nicht... Heißt das nicht Blackbox? Nee, ist richtig. Nee, ist richtig. Vergiss es. Da bin ich auf dem falschen Dampfer gerade. So, der Rover ist Zeugnis einer längst vergangenen Expedition zu diesen Koordinaten. Wir haben noch immer nicht alle Informationen aus der Blackbox geborgen. Was schlägst du vor? Ja, wir können die Daten in der Blackbox retten. Wir können den Rover zurück in die Kolonie bringen oder den Rover zerlegen. Ich bin der Meinung, dass wir den Rover zurück in die Kolonie bringen, denn wenn das so ein Erforschungsding hier ist, so einer, dann bringt er uns ja auch noch 100 Forschung. 200 sogar, oder? Weil wir es, glaube ich, erhöht haben. Also das Ding nehmen wir auf jeden Fall mit zurück in die Kolonie. Wir haben allerdings einen unbekannten Effekt, vielleicht ist da dann gar nichts drin. Aber ich finde, der Rover ist auch mehr wert als hier 5 elektronische Teile und Maschinenteile. Von daher, her mit dem Rover. Oh Gott. Oh, okay. Also als der Rover aktiviert wird, dreht er völlig durch. Das Fahrzeug fährt durch das Expeditionslager und kracht gegen den Rumpf der Rakete. Es ist nur ein geringer Schaden. Doch man müsste ihn vor Ort reparieren. Die Expedition verzögert sich. Na gut, okay. Kriegen wir den Rover denn jetzt oder lassen sie den jetzt da, weil der durchgedreht ist? Schauen wir mal. Expedition ist dann hier auf dem Rückweg. Pharao-Projekt. Das ist das, was wir gerade gemacht haben. Dann haben wir hier noch eine Rakete, die mit Tauschmaterial kommt. Aus der Kolonie von Japan. Und hier kommen weitere Kolonisten. So, das zum aktuellen Stand. Jetzt werden wir die Geschwindigkeit hochstellen. Warten, dass dieser Tunnel hier gebaut wird. Den müssen wir natürlich auch an Strom anschließen. Ich meine, dass der Anschlusspömpel hier ist. Man kann das jetzt nicht so gut sehen. Oder ist das hier außen das Ding? Ja, ich warte eben, bis es fertig ist. Es dauert ja nicht so lange. Naja, wobei das bisschen Beton. 80 Einheiten, das könnte... Wobei, hier ist ja... Hier ist ja alles da eigentlich. Ach, aber die kommen da nicht hin. Das heißt, wir müssen immer warten, dass dieses Lager hier oben beliefert wird. Aber da liegen auch genug Betoneinheiten. Und Drohnen haben wir hier auch einige. Wobei, was machen diese hier eigentlich gerade? Die bringen die Gesteinsabfälle von hier nach da oben. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir zu viele Drohnen rumstehen haben. Hier werde ich mal noch ein paar abziehen. Ja, jetzt sind sie gerade alle am Arbeiten, weil hier die Handelsrakete gekommen ist. Wieso funktionieren denn die Gebäude gerade nicht? Zu wenig Leute. Ja, wenn unsere Rakete wieder da ist, da sind 10 Leute drin. Wir landen mal die 22 Passagiere hier. Ich möchte, dass die natürlich überwiegend hier in dieser Kuppel, in diesen Kuppeln unterkommen. Wir haben ja hier oben jetzt auch ein Handelsgebäude. So, da haben wir nochmal ein Handelsangebot, 17,8 Polymer. Das nehme ich auch an. So, und hier bieten wir immer noch Beton an für Maschinenteile. Da ist leider noch nichts passiert.
Aber da sind unsere Kolonisten. So, jetzt werden hier auf jeden Fall ein paar Jobs gefüllt. Hatten wir nicht auch eine Rakete? Mit ganz viel neuem Material hier? Wo ist die denn eigentlich hingekommen? Oder habe ich das alles schon wieder ausgegeben? Sehr merkwürdig. Ich war mir eigentlich sicher, dass wir das schon wieder aufgefüllt hatten hier. There's more to the barren environs of the red planet than meets the eye. Okay. Wir haben ganz viele neue Technologien, denn irgendwo hat unser Rover noch eine Anomalie entdeckt, scheinbar. Ich bin gerade wirklich irritiert. Verzeiht bitte. Wo denn die ganzen Ressourcen hingekommen sind? Ich hatte doch gezielt für diese beiden eine Rakete angefordert. Oder habe ich die nicht gekauft? Oder habe ich die auf die Planetenanomalie geschickt und die war noch nicht entladen? Das wäre natürlich auch im Rahmen der Möglichkeiten. Das Ende eines Zeitalters. Claimed our last living founder. Spelling the end of an era for us all. Okay. Ja, der letzte lebende Gründer ist jetzt tot. Das heißt, alle Kolonisten, die hier jetzt leben, sind nicht mehr aus der Gründungsphase. Ruhe in Frieden. Mensch, da habe ich die Rakete denn beauftragt oder nicht? So, hochwertige Rohre ist abgeschlossen. Oh mein Gott, was ist denn hier passiert? Warte, wo sind die ganzen Technologien hier einfach durchgerauscht? Was ist denn da los gewesen? Hier stimmt immer noch was nicht. Hier ist irgendwas nicht richtig. Wir haben nicht nur 1050 Forschung pro Sol. Ich fürchte, dass da irgendwas kaputt gegangen ist. Ich gucke mir das gleich nochmal genau an. So, Fusionsreaktor, ja, der ist nicht schlecht, aber dann lieber, wo ist er? Das ist natürlich, Mikrofusion wäre natürlich fantastisch. Aber wo ist denn der, da ist der Stirling-Generator. Es gibt doch noch ein anderes energieproduzierendes Gebäude. Leute, wenn ich jetzt wüsste, wo es wäre, wo es ist. Da ist die Gesteinsabfallanlage, die ist sehr teuer. Möchte ich aber gerne haben. Megakuppel nehmen wir auch. Der Bau von Raketen auf dem Mars, das halte ich im Moment nicht für notwendig. Die Arkäologie ist ziemlich cool, aber ich möchte vorher noch woanders schauen. Feuchtigkeitsgewinnung, kreative Biorobotik. Leute, wo sind die Drohnen? Wo sind die Service-Roboter? Das wäre merkwürdig. Das ist ja extrem merkwürdig. Sag mir bitte nicht, dass das ein Durchbruch war. Eins, das wir dann möglicherweise noch nicht haben. Okay, wir haben hier zwei sehr teure. Nehmen wir noch ein paar günstige, zum Beispiel den Drohnendruck. Dann können wir eigene Drohnen bauen. Und dann nehmen wir jetzt den Dozer Rover noch dazu, weil wir müssen natürlich auch bei Terraforming fortschreiten. Und vor allem auch mal mit anfangen irgendwann. Ist mir schon klar. So, aber sollen wir einfach mal auslagern?
Wir haben ja eigentlich genug Geld, wir machen das mal. So, also. Gebäude erforschen, da haben wir hier 0 stehen. Und das kann eigentlich nicht sein, es sei denn, hier stimmt irgendwas nicht. Die Dinger sind ja in Betrieb. Ne, die... Die forschen tatsächlich nichts. Was ist denn da los? Ach, inaktive Arbeitsschicht. Ja, aber trotzdem muss das ja funktionieren. Trotzdem muss ja hier anzeigen, wie viel pro Sol erforscht werden. Da stimmt was nicht, da ist es kaputt gegangen. Und zwar, als wir hier das zweite Upgrade aktiviert haben. Da, jetzt haben wir es wieder. Forschung pro Sol 418. Okay, dann ist das wirklich, weil die Schicht gestoppt war. Aber trotzdem kann man doch so berechnen, wie viel pro Sol dann hier gemacht werden. Okay, jetzt passt das nämlich wieder. Jetzt können wir hier auch sehen, durch Gebäude, 1280. 3300 insgesamt jetzt. Ein ordentlicher Boost durch das Outsourcing. Dass wir uns natürlich auch ordentlich was kosten lassen haben. Aber das ist okay. Wir brauchen immer noch mehr Leute. Wir haben immer noch 22 Jobs nicht besetzt. Das heißt, dass ich jetzt doch noch wieder eine Farm baue. So, doch noch eine Farm. Eigentlich wollte ich das ja hier ein bisschen zurückfahren. Aber es macht durchaus Sinn, noch eine weitere Farm dorthin zu errichten. Und wir brauchen mehr Nahrung, weil das ist nicht genug. Wir haben einen höheren Verbrauch als Produktion und das ist gefährlich. So, Handel. Da steht die nächste Rakete. Und hier bei den Maschinenteilen, da bekommen wir nichts. Wir können aber ja jetzt nochmal versuchen... Elektronische Geräte, vielleicht will ja das jemand handeln. Das wäre ja fast noch wichtiger. Jetzt haben wir wieder zu wenig Strom. Minus 22. Leute, was sind denn da die großen Verbraucher? Ich wünschte, das könnte man irgendwo besser sehen. Ist jetzt aber kein Grund zur Panik mehr, weil wir hier die Batterien haben, die extrem hohe Kapazität haben. Und für so kleine Engpässe... Können wir also überbrücken. So, ich möchte gerne noch diese letzten Gebiete normal scannen. Ja, das hier ist eigentlich witzlos. Höchstens der Vollständige. Hey, komm. Das sehe ich irgendwie nicht ein. Und dann fangen wir hier oben mal an. Tunnel wird auch gerade gebaut. Was haben wir hier jetzt? Lagerraum ist voll. Oh. Wir haben gar kein Metalllager hier erstellt. Das müssen wir natürlich machen. Ich stelle es jetzt hier hin. Wie gesagt, das mit der Lagerhaltung, das will ich zentralisieren. Und dann über Shuttles alles verteilen lassen. Der neue Shuttle Hub ist fertig. Den haben wir auch in der letzten Folge in Auftrag gegeben. Komfort 44. Servicegebäude sind nicht in Betrieb einkaufen. Was? Einkaufen. Einkaufen. Beide in Betrieb. Ich glaube, dass diese Anzeige manchmal auch ein bisschen hinterher hinkt. So, Servicegebäude sind voll. Das ist dann ein Hinweis darauf, dass wir mehr davon brauchen. Zum Beispiel Entspannung oder sozial. Also Entspannung brauchen wir noch was. Ein Servicegebäude für Entspannung. Ja, wir haben ja hier den... Was haben wir hier gebaut? Die Weltraumbar. Ich denke, wir bauen einfach noch einen Diner dazu.
Aber wir haben hier oben noch so ein paar kleine Blöcke frei. Dort. Okay. So. Und dann hohe Geschwindigkeit. Ja, hier oben fehlen viele Leute. 29 Jobs inzwischen. Das heißt, wir starten diese Rakete mal. Landen unsere Rakete, die von der Expedition zurückkommt. Die ist noch gar nicht wieder da. So hier. Das ist interessant. Das sind die zwei Genies, die wir mit hergenommen haben. Hatten wir nicht alle drei rübergenommen? Scheinbar nicht. Oder die Leiste war voll. So, neues Angebot. Nochmal Polymer. Machen wir auch auf jeden Fall. Und die Biomtechnik ist abgeforscht. Jetzt erhöhen Farmen den Wohnkomfort. Sehr gut. Und wir nehmen direkt was Neues rein. Spitzengebäude, Medizin, hängende Gärten. Automatisierte Farmen. Das machen wir als nächstes. Verringert die Anzahl der benötigten Arbeiter. Klasse Sache. Die können dann ja... Ja, die können dann ja woanders arbeiten. Und der Komfort ist jetzt... Steht das irgendwo um wie viel der... Erhöht nicht wirklich, aber vielleicht steht es hier. Komfort 40. So, jetzt wartet mal. Hier ist keine Farm drin. Dürfte da nur 30 sein. 50? Was ist das denn? Was soll das denn bitte? Der Komfort da ist höher. Anomaly analyzed. So, der Tunnel ist fertig, darum ist oben schon mal eine Anomalie analysiert. Wir müssen gleich nochmal eine Rakete mit Ressourcen holen und mit Leuten. Also zwei Raketen. Und das mit den elektronischen Geräten, das wird hier nichts. Darum werde ich das mal wieder umfunktionieren zu einer normalen Plattform. Und wir holen jetzt eine Rakete. Und zwar zunächst die Fracht. Und ich dachte, dass ich das, was ich jetzt hier mache, dass ich das schon gemacht hätte. Aber scheinbar habe ich es vergessen. Oder wir haben tatsächlich alles verbraucht, das kann natürlich auch sein. Denn so ein Tunnel kostet natürlich auch, keine Frage. So, den schließen wir jetzt auch an. Rohre werden sofort gebaut, dank des Durchbruchs, den wir erforscht haben. Und dann müssen wir hier oben mal langsam schauen. Hier oben gibt es auf jeden Fall eine Sache, die wir auf jeden Fall bauen müssen. Wo fährt der bitte hin? Ach, das ist der Transporter. Aber wo ist denn der Erkunder? Ach, der ist da. Okay. Der fährt nach oben. Der hat erst hier unten erkundet, die eine. Und fährt jetzt da oben zu den anderen beiden Anomalien. Hier oben muss eine Energieversorgung hin. Windkrafträder. Die kriegen da den Höhenbonus. Und das macht sie auf jeden Fall bemerkbar. Hatten wir im letzten Durchgang auch schon gemacht. Keine Frage. Können das mal vergleichen. Also hier haben wir eine Stromerzeugung von 10,9. Und der Höhenbonus ist hier 9%. Wenn wir jetzt so ein... Ich habe jetzt einen genommen ohne Polymer-Rotorblätter. Wenn wir jetzt einen... Na. Hier oben hinstellen, dann ist der Erhöhungsbonus deutlich höher. Und zwar 71%. Ja. Produziert also fast das Doppelte. Okay. So, jetzt können wir endlich unsere Leute wieder landen, wo 9 Passagiere mit unterwegs waren. Unsere Rakete, die auf Expedition war.
colonists are departing. Da verlässt der eine, der Heimweh hatte, uns wieder. Und wir müssen hier oben auch dringend nochmal Leute haben. Aber gut, wer hier nicht wohnen kann, der zieht eh um. Jetzt ist das sofort verschwunden, die Anzeige. Jetzt weiß ich nicht, wie viele das waren. Wenn ihr das Video guckt, habt ihr die Pause-Funktion und könnt ihr das sehen. Aber das ging zu schnell. So, die Handelsrakete ist wieder weg. Jetzt haben wir genug Polymere. Erstmal jetzt warte ich, bis die ganz weggeflogen ist und dann können wir hier nochmal ändern. Und jetzt stellen wir hier nochmal, ja komm, Maschinenteile ein. Das halte ich für wahrscheinlicher, dass Maschinenteile kommen. Die produzieren wir inzwischen ja selber, aber langsam. 4 pro Tag. Wir brauchen auch 4 für Wartung, deswegen wird es auch nicht weniger. Das ist gut. Jetzt können wir noch eine zweite Schicht aktivieren. Ich weiß aber nicht, ob das was bringt. Jetzt im Moment noch nicht. Wenn wir mehr Leute haben, dann vielleicht. Die ist voll. Dann machen wir nochmal Exporte, weil das Geld wird langsam, na knapp will ich nicht sagen, aber ist schon nicht mehr so viel. Anomalie, 1000 Forschungspunkte. Also wir exportieren nochmal, schicken die weg. Und da kommen unsere Ressourcen, die landen wir da oben. Und dann holen wir noch eine Passagierrakete, die wir hier landen. Wobei, ja doch, die kommt hierher. Wenn die Leute umzugswillig sind, das heißt in dieser Kuppel nicht wohnen wollen, dann ziehen die ja eh rüber. Das können wir auch nicht verhindern, es sei denn wir sagen, Geburten sind erlaubt, nimmt Kolonisten auf, nee, irgendwo gibt es Quarantäne, ne? Oh, schon wieder Ernteausfall, oh, das ist schon das zweite Mal. Wir machen hier Quinoa, das ist sowieso falsch. Gut, die gehen schnell. Aber wir brauchen Sojabohnen, um die Bodenqualität hier zu erhöhen. Das ist die neue Farm, die wir gebaut haben. Und es sind viel zu wenig Botaniker jetzt hier. Oh Mann. Viel zu wenig Leute generell. So, und da ist noch eine Anomalie analysiert worden. So, 2 Stück noch. 1. 30 und weg damit. So, dann landen wir jetzt unsere Ressourcen. Und jetzt holen wir neue Passagiere. So, hier sind noch 2 Ingenieure. Die bevorzuge ich natürlich. Und dann haben wir wieder Ressourcen und Mannstärke. Alles wieder aufgefüllt. So, ich will die Leute hier auf der Leiste nicht haben. Und hier brauche ich eigentlich auch nicht jede Kuppel. Da, wo Leute drin sind, dass man da schnell hinspringen kann. Sektor scanned. Oh, uiuiui, schaut mal. Sektor E7, was ist da? Da haben wir einmal tiefliegende Metallvorkommen. Edelmetalle. Und zwar richtig viele. Moment. Hier steht was sonst, 2300. Ach hier, tiefliegende Edelmetalle. Nee, das sind die... Doch, das sind tiefliegende Edelmetalle, tatsächlich. Und tiefliegende Metalle. Und 100.000 Wasser. Auch tiefliegend. Also Wahnsinn. Definitiv ein Standort für eine Kuppel hier. Für eine Megakuppel. Wäre der perfekte Ort. So, Japan scannt eine Planetenanomalie. Das ist schön für Japan. So, 5, 6, 7, 8, 9. So, dann würde ich sagen, haben wir es für diese Folge mal geschafft. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und falls ja, sehen wir uns natürlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Gute. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.